Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Türchen 23 unseres HTS Adventskalenders. Wir sind am Ende angekommen bei der Rolle des Schlusshundes. Und ich hatte euch zu Beginn gesagt, dass diejenigen, die vielleicht denken, sie hätten eine graue Eminenz, in Wirklichkeit oft einen Schlusshund haben. Der Schlusshund ist nämlich die introvertierte Variante der grauen Eminenz. Auch dieser Hund ist ein zurückhaltender Typ, der Kuscheln nur gut findet, wenn er das selbst entschieden hat. Er wirkt oft ernst, nachdenklich, besonnen. Und er lässt sich bei vielen Dingen ewig Zeit. Also wer mit einem Schlusshund spazieren geht, der wird wissen, wenn der sich festgeschnüffelt hat, hat er sich festgeschnüffelt. Und dann muss der auch seinen Schnüffelfleck zu Ende schnüffeln, bevor er mit dir weiterlaufen kann. Nicht alle Schlusshunde laufen hinter dem Menschen. Aber die Schlusshunde, die nach HTS gearbeitet sind, wo man ihnen gesagt hat, wo ihr Platz ist, die halten sich relativ gerne hinten auf. Wie gesagt, schnüffeln sich dort fest und das führt immer dazu, dass der Mensch in der Freifolge wieder zum Hund zurückgehen muss, den umkreisen und einsammeln, um ihn mitzunehmen. Was typisch Schlusshund ist, ist, dass er sich bei Überforderung zurückzieht. Also wenn im Haus ihm zu viel Hektik ist oder es zu unruhig ist, dann geht der Schlusshund einfach und zieht sich irgendwohin zurück. Und es ist wichtig, dass er dort dann auch seine Ruhe haben kann. Viele Besitzer von Schlusshunden, ähnlich wie bei der grauen Eminenz, haben das Gefühl, keine echte Bindung zu haben zu dem Hund, weil er eben selten so fröhlich aussieht wie vielleicht ein gelber Polizist zum Beispiel. Ist eine gute Idee, einem Schlusshund Steh, Stopp oder Halt beizubringen. Damit ist er auch gut ansprechbar und Korrekturen nimmt er in der Regel auch gut an. Das muss aber mit Zuneigung, also mit netten Gesten dem Hund gegenüber. Es muss immer ausgeglichen sein, weil der Schlusshund ein Gefühl für Fairness hat und bei Unfairness oder übertriebener Härte einfach mit sich zurücknehmen reagiert. Häufige Schwierigkeiten mit dem Schlusshund ist, dass er die Geduld seines Menschen wirklich ausreizt und Leinenaggression, dazu neigt er eigentlich nicht, aber er wäre im Rudel, würde er den Schutz des gelben Polizisten genießen. Und wenn der eigene Mensch den Hund nicht schützt vor Außenreizen, die einfach zu ihm hinrennen wollen, dann nimmt er die Sache irgendwann selbst in die Hand und dann kann auch er eine Leinenaggression entwickeln. Der heißt in Lustig, der Ich habe alle Zeit der Welt-Typ und so ist der Hund so ein bisschen auch. Und wer damit gut umgehen kann, hat einen tollen Hund. Das war's zum Thema Rollen im Rudel. Denkt bitte daran, ich habe euch die mal so ein bisschen vorgestellt. Wir haben so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. In die Tiefe gehe ich da auf den Seminaren Hundeverhalten für Einzelhunde und Rudelharmonie für Rudel. Und dann schätze ich euch auch die Hunde ein. Wenn ihr jetzt eine Tendenz für euch habt, wunderbar, aber kommt zum Seminar und dann haben wir auch das entsprechende Setting, das notwendig ist, um die Rolle im Rudel überhaupt einschätzen zu können. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Musik